Hallo und herzlich willkommen beim Brick-Klempner. Hier gibt es um Klemmbausteine der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und ja, tatsächlich bin ich gelernter Klempner. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn alles gut geht, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wenn ihr später eingeschaltet habt, ist auch in Ordnung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe mich für ein Star Wars Set entschieden, für einen Mock. Ich kann euch aber nicht sagen, von welchem Hersteller, gehe ich später in meinem Fazit noch ein wenig drauf ein. Ich habe mich für einen Mock entschieden, der sich mit einer der ikonischsten Szenen, wie ich finde, aus dem Star Wars Universum Franchise, also aus dem Star Wars Film, aus den Klassikern beschäftigt. Und das ist der Grabenflug von Luke, verfolgt durch Darth Vaders TIE Fighter. Die Episode 4, die durfte ich ja seinerzeit im Kino nicht schauen. 1977 war ich meinen Eltern noch mit 10 Jahren zu jung. Trotzdem habe ich es mir dann später auf Video angeschaut. Und dann gab es ja so eine, ich sag mal, aufgepimpte Folge. Ich glaube, das war dann Anfang, Mitte der 90er. Das habe ich mir dann im Kino angeschaut. Und das ist dann schon was Besonderes, wie Luke durch den Graben fliegt, um am Ende den Todesstern zu zerstören. Und beim Stöbern und beim Suchen bin ich dann auf dieses Mock gestoßen. Das Mock hat auch eine Funktion, werde ich euch im Aufbauvideo präsentieren. Lasst euch ein wenig überraschen. Wir machen das wie immer. Ändere jetzt die Position auf dem Tisch. Ich stelle euch das Modell vor, beziehungsweise den Bau. Sag ein bisschen was zu den Steinen und gehe kurz auf die PDF-Anleitung ein, die mitgeschickt wurde. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Aufbau und dann sehen wir uns zu meinem ganz persönlichen Fazit wieder. Also, bis gleich. Da liegt auf dem Tisch der Star Wars Mock, wurde hier in so einer Tüte geliefert. Ich habe die schon mal geöffnet. Das hat einen bestimmten Grund. Bei der Produktbeschreibung stand, dass ein QR-Code mitgesendet wird. Hier ganz hübsch, wie ich finde. So eine Tüte kann man dann auch wieder verwenden. Ich habe dann halt schon mal reingeschaut, den QR-Code rausgeholt. Das ist er. Und dann gescannt. Ja, mit meinem Tablet funktioniert. Gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Ging also problemlos, der Scan. Und dann gucken wir mal, wie viele Tüten hier drin sind. Ich habe mir die Teilequalität noch nicht angeschaut. Das mache ich wie immer mit euch gemeinsam. 1, 2, 3, 4, 5 Tüten. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Bauabschnitte sind, sondern es ist ja ein Mock. Wahrscheinlich dann entsprechend, dass dann die Tüten vorhanden sind mit den dazugehörigen abgezählten Teilen. Ich schaue das jetzt mal auf mein Tellerchen und dann schauen wir uns zusammen die Steinequalität an und gucken noch mal kurz auf die Anleitung. Ich bin gespannt. Bums, da liegt auf dem Teller der Trench Run. Schauen wir uns vielleicht erstmal die Anleitung an. Also das ließ sich problemlos einscannen über den QR-Code. Wir bauen am Anfang Vaders TIE Fighter. Kann man gut reinzoomen, wenn es das braucht, da noch mal genauer zu schauen. Und nach Vaders TIE Fighter kommt Luke's X-Wing. Dann schauen wir uns mal die Teilequalität an. Hier vielleicht Plate 4x10. Ja, es knirscht ein bisschen beim Zusammendrücken. Hört das? Ah, nee. Also zum Schluss braucht es ein bisschen mehr Druck, ist aber völlig in Ordnung. Gucken wir uns mal eine Fliese an. Das war jetzt gerade keine. Hier, nehmen wir die. 2x4. Ja, geht gut drauf und hält. Schauen wir mal, ob es so bleibt. Klein bisschen, also meine Finger auch drauf. Ein klein bisschen verkratzt die Oberfläche, aber ist in Ordnung. Nicht so spektakulär. Ich glaube, es zumindest sieht das so aus. Es gibt so ein paar kleine Farbunterschiede, könnt ihr das erkennen. Hinterher, wenn das ein bisschen organischer aussieht, ist das ja völlig in Ordnung. Gucken wir vielleicht mal hier noch auf die Fliesen, das ist ja auch ganz gern. Etwas, was bei den chinesischen Herstellern nicht so gut hält, oder wo sind sie hier oben? Die Bricks mit Start on Side, habe ich das richtig ausgesprochen? Oh ja, das ist Klemmkraft da, das ist ja manchmal ein bisschen wackelig, aber wenn das so bleibt,
was die Klemmkraft angeht, dann bin ich schon mal ganz zufrieden. Dann feuerfrei. So, dann gucken wir uns mal an, was ich zusammengebaut habe. Einmal Darth Vader's TIE Fighter. Alles klemmt gut, hält gut. Jetzt keine spektakulären Bautechniken, aber ganz hübsch aus. Und hier Red 5 Luke's X-Wing Co-Pilot R2-D2. Auch nichts Aufregendes, aber trotzdem. Soweit okay, gute Klemmkraft. Und schon mal ein bisschen von der Oberfläche des Todessterns. Was man sagen muss, ich denke, ja, das kann man so erkennen. Es gibt deutliche Farbabweichungen. Ich glaube, das könnt ihr hier sehen. So, die 2x6 sind immer so ein bisschen vergilbt. Nicht spektakulär. Geschütze gebaut und hier unten schon ein bisschen von der Mechanik. Und dann bewegt sich das hin und her. Ja, das hält gut, klappt gut. Bis jetzt hat kein Teil gefehlt. Bauanleitung ist zu verstehen, alles fein. Schick, schick. Weiter geht's. Hab dann mal weitergebaut, ein bisschen hier bei der Mechanik. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß es noch nicht, dass es dann ein Problem gibt. Ihr seht ja hier drüben die Verbindung. Dann hier auf den Liftarm. Hier drüben auf der Seite gibt es die Verbindung auch nochmal. Ich habe die mal rausgenommen. Das eine ist, wenn man den hier, also dann an dem Liftarm hier befestigt, das ist schwergängig, aber ich meine, das ist gar nicht so das Problem. Aber ein altes, ich will mal sagen, China-Problem, seht ihr das? Das ist lose. Ich habe jetzt schon mal mir Lego-Pin auf Achse besorgt, aber kein Unterschied. Ich bin mal gespannt, ich baue es jetzt wieder ein, ob die Mechanik dann wirklich funktioniert. Werde ich euch natürlich zeigen. Die Mechanik funktioniert, ich habe es eben ausprobiert, also da rutscht jetzt nichts unten raus. Ich habe hier schon mal den Deckel eingehangen. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Ich mache es mal so. Also ich habe ja jetzt diesen Deckel hier mit den Geschützen. Da muss ich hin. Habe jetzt die Stangen eingehangen, so nenne ich es mal. Jetzt muss dann der Deckel raufgeklappt werden und hier noch in den Technikarm mit dem Pin die Mechanik der Geschütze verbunden werden. Ups, also so und dann oben drauf. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Vielleicht geht das auch relativ gut und zügig. Deswegen lasse ich euch mal nicht zugucken. Kann auch sein, dass ich es fluchen anfange. Ich habe es noch nicht probiert. Ich versuche es jetzt. Fertig ist es. Es hat alles gut gepasst. Ich zeige es euch gleich. Hier nochmal die Anleitung. Zum Schluss gibt es dann auch eine Teileliste. Nichts hat gefehlt. Das hier ist übrig. Also gut und ordentlich abgezählt. Und mach das hier mal ein bisschen weg vielleicht. Das ist das Ergebnis. Wir haben hier schön die Oberfläche mit den beiden Geschützen. Hier unten ist die Mechanik zu sehen. Vielleicht nochmal von der Seite. Von der Seite. Ja, vielleicht nochmal von da. Und es funktioniert. Butterweich, völlig problemlos. Da knarzt nichts. Da quietscht nichts. Da knackt nichts. Ihr seht, wie die beiden Geschütze sich bewegen. Vielleicht mal. Na, ich mache mal die Kamera noch ein bisschen hoch. So. Nochmal aus der Verfolgersicht. Da kann man schön sehen, wie Vader hinter Luke herjagt. Kann man sich gut vorstellen. Durch den Graben. Das nochmal. Von der anderen Seite. Das einzige, was mich so ein klein bisschen enttäuscht, ist so die Bewegung. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, ist aber trotzdem völlig okay. Dann kommen wir jetzt wie gewohnt zu meinem ganz persönlichen Fazit.
Ach hallo, da seid ihr ja wieder. Ich war ein wenig beschäftigt. Mein persönliches Fazit zu diesem Mock. Erstmal ein paar Informationen zum Set. Bestellt habe ich bei AliExpress. Bezahlt 26,53 Euro. Geliefert worden 457 Teile. Bei AliExpress ist dieser Mock zu finden unter der Mock-Nummer 383337. Es gab keine mitgelieferte Bauanleitung, lediglich ein QR-Code, aber ich habe es euch gezeigt, das hat problemlos funktioniert, geliefert wurde in dieser Tüte. Ich kann euch nicht sagen, wer dieses Mock hergestellt hat, welcher Hersteller die Bausteine geliefert hat. Das Set ist gelungen, das ist ein schönes kleines Ding für zwischendurch. Der Aufbau ist nicht kompliziert. Sollte auch für Kinder gut zu bewältigen sein. Die Funktion, ich habe es euch gezeigt, das funktioniert völlig geschmeidig und tadellos, ohne Probleme für jeden Schreibtisch. Zumindest werde ich es mit an die Arbeit nehmen und bei mir auf den Schreibtisch stellen. Ist das mit Sicherheit ein schöner kleiner Eyecatcher. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, die ein oder anderen werden neugierig schauen, was es mit der Kurbel auf sich hat und dann lustig vor sich hindrehen. Die Steinequalität ist gut, alles klemmt gut, alles hält gut, die Mechanik läuft butterweich. Ich kann mich über dieses Set nicht beschweren, das hat wirklich Spaß gemacht als kleiner Happen für zwischendurch. Dann, ja, war es das schon, lasst mir ein paar Kommentare da, Daumen hoch, macht ein Abo, diesen ganzen Social Media Kram. Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich werde mich über Weihnachten ein bisschen beschäftigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so rüberkriege. Das Video nehme ich ja ein bisschen früher auf. Logisch. Ich weiß aber, wann ich sende. Auch logisch. Ich habe mir selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Ah. Ich werde mich dann am Heiligabend daran machen und die Kiste öffnen. Freue ich mich schon drauf und werde euch mit Sicherheit das Set in den nächsten Wochen mindestens mal präsentieren. Dann habt noch eine schöne Zeit und ich sage bis zum nächsten Mal beim Brick Klempner. Ciao.